Ja, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass diese Limited Edition jetzt da ist. Wir haben die neue Stunning Power LE von Rival de Loop und wir schauen, was dabei ist. Einige Produkte kennen wir schon und gerade zwei Produkte aus dieser Kollektion könnten entscheidend für das nächste Jahr sein. Also bleibt unbedingt dran, es wird spannend. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr euch wundert, Maxim, warum siehst du so schlecht aus? Den Satz habe ich gerade schon mal gesagt, weil ich das Video gerade schon mal gedreht habe und nach 4 Minuten der Ton weg war und ich mich schnell nochmal abgeschminkt habe. Das ist Grund Nummer zwei. Grund Nummer eins ist, es ist 12 Stunden nach meiner regulären Drehzeit. Es ist 17:30 Uhr und üblicherweise hätte ich das Video schon gedreht, aber vielleicht hört ihr es, hier sind viele Bauarbeiten gerade und wenn der Presslufthammer. Da ist er. Wenn der Presslufthammer vor meinem Studio ist, dann ist es natürlich nicht so gut. Fakten auf den Tisch, wir haben eine neue LE und wir starten direkt mit dem Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid genauso freudig wie ich, denn es ist ein gutes Zeichen, dass diese LE jetzt da ist und warum, erzähle ich euch im Laufe des Videos. Wir starten aber direkt mit dem ersten Produkt und das ist das hier. Das kennen wir schon, das ist das Magic Makeup Mousse und ja, es ist sehr, 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 sehr ähnlich zu dem Magic Finish. Es riecht ein bisschen anders, es ist ein bisschen leichter, die Deckkraft ist nicht ganz so hoch. Es riecht aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. So ein bisschen, es riecht so ein bisschen nach Karamell. Kennt ihr? Es riecht wie das Sol de Janeiro 71, glaube ich, dieses Macadamia-Butterkeks. Ich mache das Ganze jetzt mal schnell. Wir haben das Ganze schon mal getestet. Es ist im Prinzip wie das Magic Finish. Es ist ein bisschen leichter, es ist ein bisschen glowier. Es funktioniert genauso. Ihr seht es, wie schnell das geht. Ich gehe einfach mit einem Pinsel hier rüber, trage mir das Produkt auf und die Haut ist ausgeglichen, die Haut ist perfektioniert. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt unbedingt mal das Magic Finish ausprobieren, euch ist es aber vielleicht zu teuer, um es blind zu kaufen, dann probiert das hier unbedingt aus. Es funktioniert sehr, sehr ähnlich. Das von Muss man sagen, das von Asam hält ein bisschen besser. Das von Asam ist ein bisschen matter auf der Haut und die Haut sieht noch ein Stückchen perfektionierter aus. Nichtsdestotrotz, die hat 3 € gekostet, die von Asam kostet 25. Ne? Also klar ist da ein Unterschied mit Sicherheit. Das Ergebnis ist aber trotzdem ein schönes. Ich mag das ganz gerne. Ich will auch gar nicht zu viel über das Produkt reden, weil wir das schon kennen. Wir haben das Ganze schon mal vor, ich glaube, könnte jetzt sogar schon ein Jahr her sein oder ein Dreivierteljahr schon mal getestet. Und das hat mir auch damals ganz gut gefallen im Langzeittest. Auch, man muss das Ganze natürlich setten in diesem Fall. Bei Asam muss man es nicht unbedingt. Ich mache es meistens trotzdem, einfach damit es noch ein Stückchen länger hält. Aber ihr seht, wie perfektioniert und ausgeglichen die Haut aussieht, ohne dass sie so zugekleistert ist. Das ist ja das Ziel von dem Magic Mousse Produkt generell. Man kann es gut unter den Augen aufbauen. Die Deckkraft ist natürlich nicht ganz so hoch wie ein richtiger Concealer. Aber für so einen No-Make-up-Make-up-Look oder für so eine ganz leichte Deckkraft mag ich das ganz gerne. Und jetzt passt auf, jetzt wird es nämlich spannend. Wir haben nämlich zwei Produkte. Einmal das hier und da bin ich sehr gespannt. Das ist die Stunning Power Miracle Powder Foundation. Und die fühlt sich ganz spannend an. Eine seidenweiche Textur für einen Weichzeichner-Effekt hinterlässt ein ebenmäßiges Finish. Das werden wir auch gleich benutzen. Bevor wir das aber benutzen, brauche ich ein bisschen Bewegung im Gesicht und die bringen wir jetzt hier mit rein. Und ich habe die Vermutung, dass das entweder ein absoluter Volltreffer wird oder der totale Flop. Das ist ein Jelly Highlighter und diese Textur haben wir bei Rival de Loup, bei Rival Lazmi, meine ich, noch nicht gesehen. Wenn mich nichts täuscht. Was ich sehr, sehr spannend finde, denn natürlich wiederholen sich einige Produkte in LEs, einige kommen dann auch in Standardsortiment, das haben wir dieses Jahr ja gesehen. Was ich per se auch gar nicht so schlecht finde. Neue Texturen sind aber immer genau mein Ding und ihr wisst es, ich liebe Bronzer, ich liebe Creme-Bronzer, ich liebe auch Puder-Bronzer. Das ist aber ganz spannend. Ein Jelly-Bronzer für ein sonnengeküsstes Finish und ein wunderbares Wet-Finish. Das ist natürlich schon wieder, das, da hätte auch Maxim draufstehen können. Ich habe hier schon mal eben natürlich meinen Finger reingesteckt. Das sieht recht schimmernd aus. Es ist auch so ein bisschen gelig auf der Hand, so ein bisschen wässrig. Hat aber eine schöne Bronzerfarbe. Und wir probieren das Ganze jetzt nochmal aus. Und ich tue jetzt so, als hätte ich es gerade noch nicht benutzt, damit ihr die Überraschung habt. Denn Santa Maria. Geh hier rein, blab es mir einfach in den Pinsel auf und trag mir das hier auf mein Gesicht auf. Und ihr seht sofort die Textur. Es ist schön warm, es ist aber nicht zu viel. Ja, es ist glowy, aber wartet mal, bis ich das hier alles überall aufgetragen habe. Jetzt ein bisschen gröber hier rüber, weil ich einfach natürlich recht hell bin. Und ich glaube, ihr könnt es schon sehen, oder? Wenn ich mich so ein bisschen zur Seite drehe, diese Textur auf der Haut. Und wisst ihr, was das für ein Finish ist?
Ich hätte es nicht gedacht, aber auf der Haut sieht es nahezu identisch aus zu dem Make-up bei Mario Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Finish gleich. Der sieht natürlich wet aus, der hat zwar keinen Schimmer drin, du siehst den Schimmer hier auf der Haut, aber auch meines Erachtens, also ich jetzt hier gerade bei dem ganzen Licht auch nicht so wirklich. Die Haut sieht einfach nur unglaublich feucht aus. Und im Moment bin ich ja so eine Maus, ich trage im Moment total gerne keine Foundation, sondern einfach nur Concealer, Bronzer, also alles außer Foundation. Und dafür kann ich mir den richtig, richtig gut vorstellen. Wir machen das Ganze jetzt nochmal hier. Ihr seht auch, glaube ich, direkt diesen Unterschied, ne? Hier ist es recht matt. Wir gehen jetzt hier rein. Da ist das Produkt. Schön warm, aber nicht zu orange. Du kannst es nämlich gut ausblenden. Bisschen in die Nase. Und du hast sofort so ein sonnengeküsstes Glowy Finish. Und das ist ein Produkt, wenn ihr texturiertere Haut habt und keine Puderprodukte benutzen wollt. Schaut euch das mal an. Also, das ist ja so unglaublich schön auf der Haut. Ich habe es mir auch eben nochmal mit dem Spiegel angeschaut. Das sieht auf der Haut, es tut mir leid, genauso aus wie der Make-up bei Mario Bronzer. 1:1. Ich kann da leider auch nichts anderes sagen. Also, ihr seht ja, wie sehr ich dieses Produkt liebe. Und ich werde es auch aufbrauchen. Und eventuell hätte ich es mir jetzt auch, glaube ich, nachgekauft. Aber das ist fast das Gleiche. Ähnlich. Nicht das Gleiche, Maxi. Dürfen wir nicht sagen. Schaut es euch gerne auch nochmal auf die Entfernung an. Super, super schön. Und wir haben es noch nicht abgepudert. Wir kommen gleich dazu, Freunde. Es geht weiter. Also, an dieser LE muss ich sagen, da ist einiges mit dabei. Wir haben wieder so ein Produkt. Das ist jetzt der Stunning Power Liquid Blush. Ich mag das Design übrigens sehr, sehr gerne. Es ist alles so ein bisschen sommerlich, ein bisschen frischer. Ich finde, die Farben kommen hier nicht ganz so gut raus. Die sehen so ein bisschen ausgewaschen aus. Pink, Orange, schöne Farben. Wir haben hier hinten natürlich wieder so eine kleine Quaste. Aber ich weiß nicht, welche Farbe die hat. Ich denke mal Pink. Ja, das ist, würde ich sagen, ist ein pinker Ton. Das riecht alles so lecker. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, Maxim, warum bist du so ein ekliges Mäuschen und benutzt überall denselben Pinsel? Ich habe damit ehrlich gesagt die besten Ergebnisse erzielt. Wenn ich mit demselben Pinsel verschiedene Produkte für die Base auftrage, habe ich einfach ein super schönes Ergebnis. Ich bleibe jetzt nur mal ganz leicht. Das ist natürlich ein sehr intensiver Pinkton. Ein bisschen können wir noch nehmen. Pro-Tipp bei diesen Liquid-Produkten, gerade wenn ihr neue Produkte auch drunter habt und nicht wisst, wie sie funktionieren, arbeitet erstmal in eurer Hand, dann macht ihr eure Base nicht kaputt. Schöne Farbe, ganz subtil Tatsache, also recht zart. Gibt so einen süßen Flush of Pink und jetzt seht ihr auch, wie schön das dann alles zusammenpasst. Ne? Das ist ein matter Blush, der ist nicht so, also der hat keinen Glitzer mit drin, der wird auch so ein bisschen matt auf der Haut, sodass es dann eigentlich kein Problem ist, dass wir jetzt schon so viel Farben im Gesicht haben. Oder so viel Schimmer im Gesicht haben, hast du einfach so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Bewegung wieder mit drin. Ich mag das ganz gerne. Es sieht, also es ist, ich bin ehrlich, es ist nicht meine Farbe. Ich bin nicht so die Pinkmaus, ich bin eher so die braune Beige-Maus. Also so ein bisschen langweiliger, aber das ist eine schöne Farbe. Also wer so Kollektionen sammelt, da habt ihr kein schlechtes Produkt mit. Aber jetzt, Maxim, komm, jetzt hast du lange genug gequatscht. Wir wollen jetzt dieses Miracle Powder-Ding ausprobieren. Ich dachte erst, das ist vielleicht wie diese Super Compact Foundation von, ich glaube, Trended Up war das. Das fühlt sich extrem cremig an auf der Haut. Super deckend. Ich bin gespannt. Wir probieren jetzt mal was aus. Ich dachte eigentlich, dass ich das vielleicht ein bisschen kompakter ins Gesicht auftragen kann, da ich das Produkt... Es riecht auch so gut. Das riecht so ein bisschen männlich, also so ein bisschen nach Adidas Duschgel. Dass ich das ein bisschen kompakter auftragen kann. Aber da ich die Textur jetzt nicht kenne, mache ich das jetzt einmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier so ein bisschen über mein Gesicht und wow. Okay, also es riecht wirklich intensiv, muss ich sagen. Ich mag den Geruch ganz gerne. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn in dem Puder gebraucht hätte. Es ist matt. Es hat eine unglaublich krasse Deckkraft. Und man darf auch nicht vergessen, es ist eine Powder Foundation. Es ist kein Puder, um es zu fixieren nur, sondern einfach wirklich, um Deckkraft aufzubauen. Einfach rübergehen. So ein bisschen burnt sieht es aus. Es sieht so ein bisschen weichzeichnend aus. Und ich will jetzt eine Sache ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es klappt, weil ich es noch nicht getestet habe. Ich glaube, es war ein Fehler, oder? Oh, weiß ich nicht. Also, ist eine krasse Deckkraft. Ihr müsst ein bisschen aufpassen mit der Farbe, glaube ich. Ich sehe so ein bisschen aus, als wäre ich wirklich im Urlaub gewesen, ne? Tja, wenn ich euch jetzt ganz weit weghole, ist das schon spannend. Aber irgendwas... Ich glaube, ich bin es nicht gewohnt, dass ich wieder so matt aussehe. Ne? Wir fixieren das Ganze einmal kurz. Ich benutze jetzt hier das Fixing Spray von Elf dafür. Wir dürfen auch nicht vergessen, ich habe jetzt alle neuen Produkte zusammen benutzt. Manchmal kann es sein, dass sich
das Puder jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dieser Mousse Foundation probiert. Das wäre eh nichts, was ich miteinander kombinieren würde. Aber wenn das Ganze so einzieht, die Haut sieht schon makellos aus, ne? Oh, ich glaube, ich mag es doch. Unabhängig von dieser Powder Foundation gerade, ich glaube, damit kann man gut arbeiten. Ich zeige euch nochmal hier kurz die Deckkraft hier an meinem Dekolleté. Das hat schon Bums, das Ding, ne? Also, das ist schon Deckkraft. Ich würde es, glaube ich, für sehr helle Häutchen, könnte das sogar ein Bronzer sein. Wenn ihr sehr, sehr helle Häutchen habt, weil der schon so ein bisschen oxidiert, ein Stück, wenn er mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Das ist oft bei Powder Foundations, dass sie so ein bisschen, sie ziehen die Feuchtigkeit und brauchen das auch und oxidieren dann ein Stück. Das Gesamtergebnis so gefällt mir jetzt aber ehrlich gesagt eigentlich ganz gut. Wir hüpfen mal direkt weiter zum nächsten Produkt und das ist der Glamorous Highlighter. Auch hier haben wir so eine schöne Textur, die wir natürlich direkt kaputt machen. Ein bisschen icy, ein bisschen silbrig. Damit gehe ich jetzt mal ganz leicht, nur weil wir haben schon so viel Produkt hier, über meine Augen. Das sieht gleich aus wieder wie so ein Zinnmann. Also der ist. Also ich habe schon zu viel benutzt. Schaut euch das mal bitte an. Da kann ich noch mal ein bisschen was wegnehmen. Also der ist sehr intensiv. Das ist auch ein schöner Lidschatten, glaube ich, ne? Hier so ein bisschen punktuell auf die Nase. Ich weiß, ich sehe schon die Kommentare. Maxim, du glänzt mir zu sehr. Ich weiß, das ist natürlich jetzt auch. So würde ich jetzt natürlich auch nicht vor die Tür gehen, ihr Mäuser. Aber ich muss euch natürlich die Produkte irgendwie zeigen. Also, komm, ich kann jetzt auch. Ich kann ja auch mal ein bisschen meckern. Powder Foundation, spannend. Ich glaube nicht in Kombination mit diesem Bronzer. Blush ist gut, kennen wir schon. Dieser. Also, eigentlich könnte ich das Video an dieser Stelle beenden und sagen: Ja, schaut euch um, wenn euch irgendwas. Ach, oh Gott, wir haben noch was. Schaut euch um, wenn euch ein Produkt gefällt. Aber egal, was ihr tut, ihr braucht das ja. Der Rest, spannend, aber das sticht für mich einfach bei weitem heraus. Aber wir haben hier auch noch den Swirl Lip Gloss für ein. So, oh Gott, meine Augen, ne? Sorgt für ein glänzendes Finish. Sieht auch so ein bisschen so aus, als wäre es aus einer Weihnachts-AE entsprungen, wenn ich es so halte. Ich glaube, die mag ich ganz gern. Die waren so ein bisschen oily auf den Lippen. Ganz zart auf den Lippen. Fühlen sich eher an wie so ein Lippenpflegestift. Also der Highlighter ist doll. Aber schaut mal, wenn ich jetzt mal so nah rankomme, ne? Ich glaube, dass das Licht heute irgendwas stimmt hier noch nicht. Das sieht schon schön aus. Also klar, es ist viel. Aber die Haut sieht trotzdem, dass sie so glänzend ist, sehr weich gezeichnet aus. Und das ist natürlich das Silikon in dem Puder, in diesem Miracle-Produkt. Wenn ihr texturiertere Haut habt, probiert die Sachen mal aus. Bin super gespannt, wie euch die LE gefällt. Ich bin gerade, glaube ich, noch so ein bisschen verwirrt. Also, Mousse gut, Puder gut. Ich glaube, die Kombination ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Highlighter ist natürlich ein Hingucker, ne? Also, wenn ihr so richtige blendende Highlighter haben wollt, tolles Produkt. Als Lidschatten, glaube ich, ist das eher so meins. Also, keine Frage. Das ist ein absoluter Volltreffer hier gewesen. Liebes Rival de Loop Team, ihr wisst, was zu tun ist. Ich bin sehr gespannt, falls euch die Kollektion gefallen hat. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart, ihr kleinen süßen Zuckermäuse. Und ach so, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch was sage. Wenn dieses Video online geht, seht ihr, wenn ein Licht angeht. Habt ihr vielleicht bei Instagram schon etwas gesehen? Ansonsten ist eventuell ein kleiner Teaser online gegangen, denn Fakten auf den Tisch, das war, soweit ich weiß, die letzte Kollektion von meiner. Tschüss!